Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt's heute endlich mal wieder ein Pack-Opening. Ich bin ja hier gerade auf Langeoog, also straight outer Nordsee nehme ich hier gerade auf. Und ich habe hier gerade mein Handy-Hotspot am Start. Ich habe mir gerade extra nochmal Datenvolumen klar gemacht, denn es gibt neue Waffen. Es gibt die MSMC und die Shotgun, die Olympia. Ich bin so gehypt und es gibt eine neue Tarnung, die Imperium-Tarnung sehe ich hier gerade. Und ich habe 650 Kryptos am Start. Ich habe jetzt hier leider keinen Popschutz dabei. Es kann auch sein, dass es ein bisschen rauscht, weil der Laptop hier gerade echt am Abheben ist und voll am Maximum lebt. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir eventuell die Waffen ziehen können, weil ich habe mir ja dieses 100er Pack-Bundle noch geholt. Und wir haben ja schon so gut wie alle Sachen. Das heißt, wir können 100 Packs jetzt aufmachen, 650 Kryptos und haben dann noch eine Waffenbestechung, eine Fernkampfwaffenbestechung. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob wir die Waffe ziehen werden. Ich würde mich mega freuen und dann auch natürlich ein Video damit aufnehmen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Vielleicht mache ich es auch von hier aus mal gegen Bots oder so. Mal schauen, ob ich es irgendwie hinbekomme, je nachdem, wie lange auch der Upload dauert. Also wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt oder so, dann checkt auf jeden Fall bei Twitter vorbei oder bei Instagram. Dann wisst ihr immer sofort Bescheid, wenn ich irgendwas hochlade oder was vorhabe hochzuladen. Jetzt will ich gar nicht mehr so lange quatschen und will jetzt einfach mal starten, hier aufzunehmen. Ich werde das am besten irgendwie so zusammenschneiden, damit das Video nicht ganz so lang wird, weil ich ja hier, wie gesagt, im Urlaub bin. Also, so, dann würde ich sagen, let's go. Also, ich habe es mir gerade mal angehört. Es hört sich gar nicht so schlecht an jetzt hier mit dem Mikrofon von dem Headset und von der Webcam. Ist die Qualität natürlich nicht ganz so gut, aber wir geben einfach mal jetzt hier unser Bestes und öffnen jetzt einfach mal die 100 Kisten. Ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt auch gut funktioniert, so von der Verbindung her und so, aber bisher scheint es ganz gut zu laufen. Okay, so. Boah. Okay, es dauert ein bisschen länger, als ich gedacht hätte, aber wir haben jetzt hier 98 Kisten noch vor uns, die wir hier öffnen können. Oh Mann. Ich hoffe, mein Handy-Internet macht jetzt nicht schlapp oder so. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die MSMC. Könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die habt oder so. Natürlich, wie immer, schreibt ihr mir das einfach direkt rein. Egal, ob auf PS4 oder auf PC. Und wenn ihr die auf dem PC habt und ich die jetzt nicht ziehen sollte, dann wäre auf jeden Fall cool, wenn ich damit mal dann zocken könnte, wenn ich dann wieder aus dem Urlaub zurückkomme. Ja, aber jetzt wird sie erstmal gezogen, was das Zeug hält. Ich habe auch gesehen, es gibt neue Anpassungen für die Spezialisten. Irgendwie, die haben wieder neue Körper am Start und auch neue Köpfe. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und leider haben die wieder keine neue Nahkampfwaffe reingepatcht. Hätte ich mich mega gefreut, weil ich habe ja noch 3 von diesen Nahkampfwaffenbestechungen. Also die kann ich ja safe aufmachen. Und ja. Oh, wir kriegen die Schaufel hier schon mal. Na gut. Und ich habe das Problem hier schon wieder. Hier fliegt schon wieder irgendwo eine Fliege rum. Ich habe keine Ahnung, wo die immer wieder alle herkommen. Aber die hat auch keinen Bock zu chillen gerade. So. Aber wenn wir jetzt die Olympia ziehen würden oder wenigstens die MSMC oder so, dann wäre es auf jeden Fall nice. Aber dann haben wir auf jeden Fall die neue Waffe direkt am Start. So, aber es scheint auf jeden Fall ganz gut zu funktionieren, so von der Verbindung her. Und der Laptop ist echt ultra am Abheben. Ne? Der ist hier gerade mega laut. Gladiator-Visitenkarte. Wie witzig sieht die denn aus? Aber wir haben noch nichts Neues bekommen. Also außer die Waffe halt da gerade diese Spatenlast. Aber sonst haben wir für die Spezialisten auch noch gar nichts bekommen. Und die neue Tarnung, da habe ich halt auch Bock drauf. Ne? Die sieht schon ziemlich nice. Ich habe eigentlich alle Tarnungen. Deswegen kriegen wir die neue Tarnung. Jawohl. Haben wir wenigstens schon mal die neue Tarnung am Start. Ist nicht nice. Oh, sieht die schön aus, Mann. Vielleicht ist die ja auch so animiert. Die gucken wir uns auf jeden Fall gleich auch noch an. Aber haben wir schon mal die Tarnung. Ey, mega geil. Ich kann jetzt nicht so laut reden, weil dann übersteuert dieses Mikrofon einfach so extrem. Und wir kriegen endlich diese Sido-Maske. Geil. Oh mein Gott, ey. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Jetzt muss ich noch... Oh, einen Schädelbrecher ziehen wir mal hier auch noch. Alles klar. Also wir haben schon 2 Nahkampfwaffen gezogen. Komm schon, wenn wir wenigstens jetzt in den 100er Packs und dann in den Kryptos oder in den 10er... Ich habe ja noch einen 10er Kisten, dann habe ich auch noch. Also wir haben 110 Kisten, die wir öffnen können, plus die Kryptos. Eieiei. Also wenn wir da nicht eine Waffe ziehen, eine neue, dann weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, unser Glück sollte eigentlich wieder am Start sein, ne? Aber ich öffne einfach so schnell, wie es geht. Wir haben noch keine neuen Köpfe oder Körper bekommen. Echt schade. Boah, das ist auch immer so lästig. Das dauert immer so lange, alles hier aufzumachen. Das muss mir doch jetzt Glück bringen, dass ich hier auf Langeoog, auf der Nordseeinsel, das jetzt aufnehme. Da jetzt eine neue Waffe zu ziehen, das wäre halt schon ziemlich, ziemlich nice. Aber auf jeden Fall habe ich hier eine richtig geile Zeit auf Langeoog. Wir haben wieder mega geiles Wetter erwischt. Wetter ist echt mega nice. Ich war schon mega oft auch im Meer jetzt schwimmen. Also Nordsee ist gar nicht so kalt, wie man immer denkt. Also wenn man einmal drin ist, dann ist es sowieso immer mega easy dann, ne? Okay, oh, ich dachte schon, das wäre die MSMC. Wir kriegen die LK9 Sturmtarnung nur. Oh mein Gott. Aber wir haben immer noch keinen neuen Körper gezogen. Das ist halt echt krass, ne? Aber noch 73 Kisten. Wir kommen zuvor, als hätten wir schon 50 aufgemacht. Und das Ding ist, ich habe ja auch noch alles dann gleich wieder doppelt am Start. Wir können gleich auf jeden Fall nochmal wieder ein paar Sachen eintauschen. Oh, die Geierfolie. Natürlich wollte ich die auch schon immer mal haben. Oh, wir kriegen die erste August-Schmuggelware für den Firebreak, den neuen Kopf. Den müssen wir natürlich auch direkt ausrüsten, ist ja ganz klar. Also für die Seraph hätte ich halt auch gerne irgendwie neue Sachen. Und ich habe gesehen, der Ruin, der hat so einen geilen Kopf und Körper am Start. Das ist nicht mehr normal, echt.
Oh, die D13 Sektor nochmal. Ja, würde ich natürlich einem von euch geben, wenn ihr die noch nicht habt. Geht aber leider ja nicht. Ich hoffe, das machen die vielleicht in dem neuen CLD anders, dass man da irgendwie die Sachen dann tauschen kann mit anderen Freunden oder sowas. Wäre auf jeden Fall cool. So, wir haben jetzt den Schädelbrecher gezogen, das Spatenass, die D13 Sektor und die neue Tarnung. Also die neue Tarnung haben wir auch echt mega schnell gezogen, ne? Letztes Mal hat es ein bisschen länger gedauert. Oh, die RSA kriegen wir dann nochmal. Okay. Wir haben jetzt zwei Waffen gezogen plus zwei Nahkampfwaffen. Aber bisher wirklich nur für den Firebreak, den neuen Kopf. Alles gut, wir haben ja ganz viele epische Sachen bekommen, die wir schon doppelt haben, weil dann kriegen wir mega viele Kryptos zurück. Okay, also ich habe schon 800, fast 900 Kryptos am Start. Ich glaube, die seht ihr gar nicht, weil die Webcam da drüber ist. Aber wir haben jetzt gleich noch 50 Kisten plus immer noch 10. Oh, August-Schmuggelware Nomad. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus. So, oh, Outrider kriegen wir auch direkt hier einen neuen Körper. Jetzt wird's, aber ich glaube, jetzt hat der COD-Gott gerade Bock auf uns. Also ich habe mir sagen lassen, dass die Olympia auch richtig stark sein soll. Also die soll irgendwie One-Shot sein auf fast jede Distanz so. Also eine richtige OP-Shotgun mal wieder. Also das Spiel noch mehr abfuckbarer zu machen. So, Halluzination-Tarnung braucht kein Mensch. Die Visitenkarte sieht ganz schön aus, aber die habe ich jetzt auch schon. Also komm schon. Wir wollen doch jetzt hier echt einfach nur die Shotgun haben. Oder vielleicht die MSMC direkt sogar. Also es wäre natürlich mega geil, wenn wir direkt die MSMC ziehen würden. Aber dass die das auch immer so machen, dass man zwei Waffen hat, wo man eine nicht unbedingt haben möchte. Das ist echt, ganz, ganz clever gemacht von denen. Aber jetzt gib uns doch einfach wenigstens die Olympia. Komm, ich habe schon keine hohen Ansprüche, weil ich ziehe ja dann danach auf jeden Fall die MSMC. Eieiei. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt aussieht, so mit der Webcam, aber ich denke, mit dem Licht sollte das eigentlich ganz gut klar gehen. Also so die übertrieben krassen Kisten ziehen wir jetzt nicht, ne? Also wir haben die D13 gezogen, die RSA, den Schädelbrecher und die Schippe, Spatenast und halt die neue Tarnung. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Aber wir haben jetzt... Ja, okay, wir haben schon über die Hälfte jetzt aufgemacht. Soll es wohl wieder so sein, dass wir ganz bis zum Ende dann erst die Sachen bekommen? Oder erst ganz am Ende die Sachen bekommen? Vor allem, wir haben so viele Kryptos gleich einfach noch am Start, ne? Okay, DBSR, jetzt kriegen wir aber alle Sniper hier. Also die beiden neuen Sniper haben wir schon mal gezogen, dann können die uns ja... Dann bekomme ich wahrscheinlich gleich die Banshee. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade ein bisschen flotter hier läuft, so von den Packs, wie die aufgemacht werden. Die Nahkampfwaffen sind ja immer nur Legendary. So wie ich gesehen habe. Die sind ja gar nicht episch. Nur die neuen Waffen sind episch. Oh, hier ist was Episches. Ah, epische Argus kriegen wir sowieso nicht. Diese normalen Sachen sind so abfuck einfach. Als ob man nicht irgendwie... Oh, da kriegen wir den Ruin-Kopf. So geil. Ich finde den so Hammer. Den müssen wir auf jeden Fall ausrüsten. Mega cool, was die sich beim Ruin immer einfallen lassen. Die hatten schon mal diesen blauen Kopf. Ich finde den in rot, orange, gelb sieht ja schon echt ein bisschen geiler aus. Hammer. Und die Fliege macht hier immer noch ihre Runden. Die dreht hier komplett am Rad. Die ist auch genauso hyped wie ich gerade, die Waffe jetzt zu ziehen. Oh mein Gott, Ankerfolie. Ja, das ist doch wohl mal ein Zeichen. Ich bin hier gerade auf der Nordsee. Dass da dann der Anker kommt, das ist ja auch irgendwo klar. Man sieht halt immer so manchmal so ein paar Sachen dazwischen. Und man kann es irgendwie nicht so wirklich hervorsehen, ob die Waffen dann kommen oder nicht. Aber R70 Ajax ziehen wir auch noch. Also wir haben echt eine Menge Waffen gezogen. D13 Sektor, 2 Sniper, die R70, 2 Nahkampfwaffen, schon eine Menge, aber es gibt natürlich auch eine Menge neue Waffen, ne? Das ist ja schon klar. Wir haben jetzt über 1000 Kryptos am Start und ich finde, das Headset hört sich so ein bisschen an wie so ein, keine Ahnung, Studio-Mikrofon oder so. Oder wie so einer, der kommentiert halt, so ein richtiger Kommentator. Also eine neue Waffe möchte ich wenigstens bekommen. Also wenigstens nochmal jetzt hier aus den Kisten irgendwas Neues zu ziehen. So ein paar neue Anzüge oder so wäre halt schon echt nice. Oh mein Gott, es ist so der Boss-Cut am Start. 3 Nahkampfwaffen und 4 Fernkampfwaffen haben wir bekommen. Oh, ich kann mir gleich... Kann man das nicht irgendwie automatisieren oder sowas? Das alles automatisch öffnen? Das wäre halt schon mega cool. Aber wir nehmen jetzt direkt hier die 30er noch auf jeden Fall. Die machen wir jetzt direkt auch auf. Okay, okay. Also Tagesdoppel haben wir auch noch am Start. Nehmen wir uns mal das Tagesdoppel jetzt vor. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch das 6er-Pack. Nehmen wir auch noch mit. So, Tagesdoppel gibt uns hier nicht so das Tolle. Jo. Okay. Also Tagesdoppel war jetzt nicht so der Knaller. Dann machen wir mal das hier. 6er-Pack. Vielleicht kriegen wir einmal mal aus der 10er-Kiste auch was. 10er-Kisten habe ich noch nie was gezogen, sage ich euch. Haben wir die 6 Dinger auch durch. Wie viele doppelt haben wir denn? Ach du Scheiße. 158 normale, 105 seltene, 35 legendäre, 18 epische. Ja, wir machen jetzt erstmal die 30er auf. Ach komm schon, wir müssen nur eine neue Waffe ziehen, dann kann ich safe direkt die Fernkampfwaffenbestechung aufmachen. Nunchucks auch nochmal am Start, okay. Also nochmal zusammenfassend. Beide Sniper, R70 Ajax, die D13 Sektor, das Spatenass, was haben wir noch gezogen? Schädelbrecher, Nunchucks, Buzzcut. Oh Mann. Wir haben quasi alles noch einmal in den ganzen Kisten gezogen. Krass. Gib uns jetzt einfach eine neue Waffe. Ey, das muss doch sein. Die Rate, die neue Waffe zu ziehen, muss doch eigentlich höher sein, jetzt am Tag des Releases, als sonst, oder? Oh, Butterfly ist auch nochmal am Start hier. Nice. Das war schon mal eine krasse Kiste, so. Hier. Oh, ich dachte schon. Es sah schon so olympiahaft aus.
Lob. Guck mal, die loben uns jetzt schon, dass wir so viel aufmachen. Das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall gleich die neue Waffe. Da ist irgendwas Episches. Aber wenn was Episches am Start ist, dann ist immer mega spannend. So, okay. Schildkrötenfolie, auch wieder was Nordseehaftes hier. Wahrscheinlich leben hier Schildkröten. Jo, komm schon. Oh, den Schnitzer kriegen wir. Wie geil ist das denn? Ich bekomme den Schnitzer gleichzeitig mit XMC. Ey, oh mein Gott, wie geil. Ich freue mich einfach jetzt schon, damit ein Video aufzunehmen. Ey, krass. Man darf auf jeden Fall schon mal den Daumen für das absolut legendärste Pack-Opening auf meinem Kanal dalassen. Hier auf Langeoog ziehen wir direkt auch die XMC einfach und da kenne ich nix. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall auch noch die Olympia. Die holen wir uns noch, weil ich habe nämlich auch noch den Auftrag, wo wir hier diese 100 Spiele gewinnen müssen, wo ich dann auf jeden Fall, falls nochmal was Neues kommen sollte, auf jeden Fall auch die neue Waffe ziehen werden. Ey, wie krass, Mann. Komm, wir ziehen jetzt einfach die Olympia noch. Auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Let's go. Geil ist das denn, Mann. Oh mein Gott. Ja. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was die Waffen jetzt können. Wir gucken uns die auf jeden Fall mal an. Direkt mit der neuen Tarnung. Ohne Scheiß, ich feiere das jetzt gerade mal übel. Richtig, richtig nice. Kann ich jetzt nicht hier irgendwie Overkill nehmen oder so? Dann spielen wir auf jeden Fall Overkill mit der Schrotflinte hier. Oh mein Gott. Jetzt gucken wir uns natürlich auch nochmal direkt die Tarnung hier an. Ist ja ganz klar. Also auf Dark Matter werden wir die auf jeden Fall dann noch spielen, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Alter, die bewegt sich sogar. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Die sieht auf jeden Fall schon sehr imperiumhaft aus. Ziemlich bosshaft so. Kann man auf jeden Fall sagen. Und auf der Olympia sieht das bestimmt noch heftiger aus, oder? Let's go. Oh mein Gott, ich habe mich verliebt. Mann, ich will die Waffe haben. Ich möchte die so eingerahmt haben oder so. Das sieht ja richtig schön aus. Komm, wir machen uns jetzt mal hier ein Bot-Spiel auf. Dann werden wir die mal ein bisschen kurz testen. Oh mein Gott. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Premiere jetzt auch absolut für mich. Oh mein Gott. Oh, ich habe natürlich direkt übertrieben hier. Sofort geschützt. Raps und die KR-Einheit hier mit am Start. Alter, ich bin so gespannt auf den Sound auch, muss ich ja wirklich sagen. Also wir hören jetzt einfach mal. Okay, hört sich anders an. Aber krass. Die ist ja mega genau. Okay, also ein Quadfeed kann man schon mal easy damit machen, so. Uiuiui, komm, jetzt packen wir mal die... Oh, er gibt uns mit Argus direkt hier. Packen wir mal die Olympia aus. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ironside? Gönnt euch das mal. Wie sick hört sich die denn an? Und nachladen kannst du damit halt auch mega schnell, ne? Ey, wie krass ist das denn? Wo sind denn die jetzt alle? Ach, du kannst halt schnell zweimal hintereinander schießen, das ist geil. Oh mein Gott. Eieieiei. Oh, wie krass ist die Waffe? Ich will mal gucken, wie ich auf die Entfernung damit schießen kann. Oh mein Gott. Also manchmal macht die Hitmarker. Aber eigentlich ist die sonst echt mega OP so. Ja, komm noch her. Also, ich muss ja sagen, die MSMC ist richtig krass, Mann. Damit kannst du auf jeden Fall schon das ein oder andere Nuklear-Gameplay spielen. Alter, ist die sick, Mann. Holy fuck. Okay, komm, die Raps haben wir auch noch raus. Und jetzt machen wir auf jeden Fall hier auch noch die KR-Einheit klar. Oh mein Gott. Komm, ein Kill brauchen wir nur noch. Dann haben wir auf jeden Fall die KR-Einheit. Oh, vor allem man kann so schnell hintereinander damit schießen. Batz, Junge. Alter, ist das krass. Komm, die KR-Einheit holen wir auch noch raus jetzt hier. Und dann machen wir hier noch einen Haptik-Weltrekord. Und ja, bin ich auf jeden Fall schon ziemlich... Oh mein Gott, bin ich da weit geflogen, Mann. In dem Sinne, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ich genieße jetzt noch die letzten Tage im Urlaub. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall am Montag in einem Livestream. Das werde ich auf jeden Fall so safe machen. Wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, werden wir auf jeden Fall eine Runde Livestream. Da habe ich mega, mega Bock drauf. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst auch gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und ja, also... Haut rein.